Ja, liebe Brieftaubenfreunde, Interessierte und YouTuber und wer sonst noch alles schaut, ich bin heute hier in Recklinghausen. Suderwich, bei dem Ralf Simon. Und der Anlass ist, dass er mir eine Taube gemeldet hat, beziehungsweise mit seiner Frau. Und die Frau hat sich aufopfernd um die Taube gekümmert. Die Taube sieht separat, ist jetzt topfit und heute war der Tag, wo ich sie abholen kann. Und jetzt kommt noch was dazu. Durch Zufall ist er jetzt hier, der Ralf Simon, hier in der RV Recklinghausen 08. 51 Jahre hat er, glaube ich, gedauert. Erster RV-Meister und hat das beste Ergebnis. Erzähl mal selber, was du errungen hast. Die letzten 3-4 Jahre hat sich das so herauskristallisiert. Immer über 50 Preise geschickt mit den Tauben bei der Reise. Voriges Jahr 7. Regionalmeister, dieses Jahr bin ich 2. Regionalmeister, 1. Regionalweibchenmeister, 7. Regionaljährigenmeister mit ungereisten jährigen Tauben. Dann hatte ich noch das Pech gehabt, eine Jährige, die macht 12 Stück. Zwischen Straubing, zweimal Straubing auf dem Rückflug Bamberg, springt sie mit dem Erstkonkurs in Gelsenkirchen ab. Hat mich zwar geärgert, aber Gott sei Dank hat der Züchter die Taube noch gemeldet, habe sie wiedergeholt. Und den nächsten Straubingflug macht sie wieder im 4. Konkurs und hätte hier in der RV einen ersten machen können. Aber wie gesagt, ganz gut, dass sie wieder da ist. Ist drittbeste Jährige im Regionalverband geworden. Man muss zufrieden sein mit dem, was man hat. Ja, sag ich mal. Und dann kriegte ich gerade noch einen Anruf. Hast du ja gesehen, ja, klar, von Sandra. Von Holland. Ja, die machte mit meinem... Das war dann das i-Tüpfelchen heute. i-Tüpfelchen, ja, die machte provinzialen ersten Konkurs mit einer Taube von mir. Da hatte ich 10 Stück geschenkt gehabt im Frühjahr, weil sie mir voriges Jahr eine Taube gemeldet hatte. Sag ich, holst du im Frühjahr Tauben ab, holst sie ab und macht wahrhaftig ersten Konkurs provinzial. Freut man sich einfach drüber. Ja. Wie viele Jahre schickst du schon hier an dem Standort? Also hier seit 1987. 87. Entschuldigung, 97. Und als Jugendlicher bist du angefangen? Mit 1972 auf der Henrich-Wohrer-Straße, auf dem Stall hatte ich da so ein paar Tauben gehabt. Waren die Eltern auch vorbelastet? Oder? Ja, der Vater war vorbelastet. Also, okay. Er hat zwar nie den ersten Vormeister gemacht gehabt, vom 2. bis zum 10. alles genauso wie ich, bis auf dieses Jahr hat es endlich geklappt. Aber mit 7 Preise Vorsprung vor der nächsten. Ja, und da ist ja der Klaus Schmelzer und einige bekannte Namen. Ne, da ist, also die Konkurrenz ist schon stark, ja. Wenn man auch allgemein sagen muss, wenn in der ganzen Bundesrepublik ist alles nur noch, kann man ja hier schon bald abzählen. Ne? Ja, ja. Da kann ja keiner was für. Der Erste ist Erste und der Letzte ist Letzte. Ja. Und wie gesagt, im Regionalverband von so und so vielen Züchtern Zweiter zu werden, ist auch gut. Ich würde mal sagen, dann machen wir hier jetzt erstmal einen Cut. Ja. Wir gucken uns mal deine Schläge an, genau, wenn wir dürfen. Und dann können wir uns ja gleich noch mal ein bisschen unterhalten auf der Terrasse da über den Taubensport. Genau. Ja, mal deine Frau vielleicht vorstellen, die ist ja sehr umtriebig. Ja. Ne, mit ihrer Tierschützerin. Ja, Tierschützerin. Ne, und spezielle Tauben, Dohlen und was weiß ich alles Mögliche. Hier ist schon phänomenal. Norbert den Blinden. Ja, und der Frodo, der weg ist, ne? Ja, schade drum. Die ganze Siedlung hat gesucht, ne? Ja, ja. Aber ist ja hier wirklich, also ich staune, dass man hier die Tauben so halten kann. Rundherum alles eng gebaut, man kommt kaum, das sind keine Straßen, das sind Wege, kann man sagen, gepflasterte Wege, ne? Alles Spielstraße rundherum. Ja, ja. Nur ich musste damals, wo ich hier gebaut habe, Bauantrag machen, musste rundherum die Nachbarn unterschreiben lassen, dass ich Tauben halten darf. Und ich habe noch den Schrieb zu Hause, 42 freifliegende Tauben. Oh, ja. Mhm. Ja. Naja. Ja. Also auf jeden Fall passt mal glatt Luft. Ja. So, das war es erstmal für das Erste. Ja, gerade einen Anruf gekriegt. Von Sandra. Aha. Zeig mal. Warte mal. Schau mal. Schau, Sonne. Aha. So ist besser. Aha. Und die Nachricht ist folgendes.
dass sie ersten Konkurs provinzial gemacht haben mit einer Taube von mir. Mhm. Und ich sehe, ist das, glaube ich, in Holland, ne? In Holland ist das, ja, ja. Provinzial steht da. Der hat mir voriges Jahr eine Jungtaube gemeldet gehabt. Mhm. Da habe ich ihr gesagt, kriegt von mir mal 10 Junge, kann sich abholen, weil er neue Züchterin war. Und dann kam sie auch Anfang des Jahres mit Körbchen an, mit ihrem Mann, packte 10 Junge ein. Von den 10 hat sie noch 9. Und machte ersten und zweiten Konkurs provinzial mit meinen Tauben. Da bin ich schon ganz stolz drüber. Hast du gerade die Nachricht gekriegt? Ja, gerade die Nachricht gekriegt. Ja, ideal. Super, ja. Ja, Glückwunsch. Danke. Nee? Aber auch an Sandra, wie gesagt, ideal. Wie heißt die richtig? Du sagst Sandra mit Nachname? Willemsre. Und wo ist der Ort in Holland? Das ist bei Limburgs. Limburgs. Das ist provinzial Vermont, da hinten die Ecke. Ach so. Ja, ganz gut. Freut man sich, wenn man Tauben abgibt, noch verschenkt und dann noch gute Preise mitflacht. Ja, ja, ja. So. Ja. Hier schneit es im Moment, sag ich mal. Ralf ist jetzt auch nicht gerade so der jeden Tag alles sauber machen muss. Ich sag immer, die Tauben müssen mit alles in Kontakt kommen, damit sie gegen Krankheiten gefeilt sind. Ja, also ist sie ja, ich war vorhin schon mal hier reingucken kurz. Luft ist alles super. Und da muss man sagen, beruflich warst du ja auf der Zeche. Ich war Steiger, ja. Ja, erstmal Steiger und dann bist du ja auch elektronisch. Ja, Elektrosteiger. Du siehst ja hier, wenn du um die Ecke guckst. Ja, das habe ich sowieso schon gesehen. Photovoltaik, alles, was mit Elektrik zu tun hat hier. Zeitschaltuhr, dann habe ich hier. Ja, Rollade, guck mal. Zum Verdunkeln. Ja, ja. Hier ja. habe ich die Automatikschaltung, Anschaltung für Lichtbelichtung. Ja. Alles drin, alles dran. Und hier oben ist auch, wenn du guckst. Ja, das habe ich ja schon mal gehört. Gegen Erdstrahlen ein Gerät. Das haben wir mir selber gebaut. Entwickelt. Entwickelt. Hallo. Und seitdem ich dieses eingebaut habe hier bei den Jungtauben und bei der Alttauben, schicke ich bombig. Ja. Ob man jetzt glaubt oder nicht, durch Zufall, ein Freund von mir, dem ich gesagt habe, dass ich hier hingehe, sagt, du, ich habe mir von dem so ein Gerät geliehen. Ich bin da auch durch Zufall, habe ich mit dem Kontakt gehabt, wir haben uns unterhalten. Da sagt der Leimimer und der macht letzte Woche, ob man das glaubt oder nicht, in seiner FV, ich sage keinen Namen, ersten Konkurs. Hätte nicht geglaubt. Ja, ist so. Ich habe mehrere Kollegen, die das haben, sag ich mal. Ja. Ich habe einen gehabt, der hat auf 3 Wasseradern hat er das gehabt. Hab ihm dann ein Gerät, weil alle 3 Wasseradern wurden die davon abgewürgt. Der sagte, ich habe nie Preise geflogen, seitdem schicke ich Spitze und viele Preise. Er war glücklich. Einer aus Norddeutschland. Ja. Ja. Obwohl, sagen wir mal, ich bin da ein Skeptiker, muss ich ehrlich sagen. Weil ich habe mich auch mit dem Thema schon so ein bisschen. Wie heißt der? Der Klassifizierer. Ja. Marien Riefeld? Nee, aus Deutschland. Gibt ja nicht viele. Der macht das auch mit Wasseradern. Ja. Nee, mit Magnete macht der. Ach, das ist Jakobi. Ja, mit Magnete, ne? Ja. Aber da schwören auch einige, die sagen, das klappt. Ja. Mein Kumpel hat das gemacht, hat viel, viel Geld ausgegeben gehabt. Ja. Naja. Und die Tauben fliegen bei mir jetzt hier auch. Ich sag jetzt mal ketzerisch, Glaube versetzt auch Berge, ne? Ja. Nein. Das ist schon, ich bin selbst erstaunt. Also. Ich habe hier vom Haus. Können wir hier auch noch mal reingucken? Hier? Tür bitte abschließen. Ja, da ist halt meine Frau. Hier ist der Reiseschlag. Der ist gerade rübergeflogen. Der am Flattern ist. So erregt. Der ist noch ein alter Opa hier. Ja, der sieht ja auch klasse aus. Also bei dir werden auch die Tauben alt. Ja, ich habe auch ältere Tauben da. Ja, ja, ja. Meine gibt den Meister gerade ein Nahenbrot. Mhm. Da hinten der Gehämmerte auf der Futterkiste, das ist der Vater vom Provinzial Ersten. Genau. Der so also seitwärts guckt, jetzt hoch guckt. Ja, der Gehämmerte. Zweite von rechts, ja. Mhm, den habe ich jetzt auf dem Bild. Ja, 5,46. Ne? Und du bist wiedergekommen. Aber man sieht... Geschickter, oder? Nee, der Blaue, der Jährige, der also. Hier vorne ist jetzt. Also ich bin der Auffassung,
auch wenn die Jährigen nur ein, zwei Touren drin machen. Warum machst du die Farbe da unter den Flügeln? Also man hat mir mal gesagt, es soll eine Greifvogelabwehr sein. Ja. Ist schön und gut, Greifvogelabwehr, wenn es stimmt, ist es okay. Genau. Und man findet ja in den Nestern auch die roten Federn. Ne? Ja, aber das ist auch so ein Ding, wenn Tauben bei der Reise hier rüberkommen, ja, und da sind welche mit roten Flügeln bei. Und dann fängt schon zu rappeln und flöhen. Und dann siehst du manchmal, dass die einfach zurückdrehen und vorbeikommen. Richtig. Und bei uns hat damals, ich will jetzt den Namen gar nicht sagen, da hat einer mit angefangen, da haben sie erst alle in einer Schrebergartenanlage, ja, wo mehrere Schläge waren. Ja. Und der Tom war schon so vorbeigeflogen, der Trupp, und dann fing der an zu klappern und so weiter. Und auch, er hat auch immer behauptet, ja, dass Tom drüber wegfliegen, ne? Mhm. Und dann hat er geklappert, die waren schon fast aus, auf einmal ruppzupp kamen sie zurück. Ja. Und das ist mehrfach passiert. Also das stimmt hundertprozentig, was du da sagst. Ja. Ich habe selber mal einen Schimmelvogel gehabt, ja, der flog immer an meiner Schlache, wir haben vorbeifliegen sehen. Ja. 10 Minuten hat gedauert, dann kam er von hinten zurück. Ja. Da hat mal einer gesagt, der Zimmermann, der Internet-Taubenschlag hatte, da war mal eine Diskussion, und der hat gesagt, Tauben, wenn die älter werden, werden die kurzsichtig. Das kann möglich sein, ich weiß es nicht, sag ich mal. Das soll was damit zusammenhängen. Ich habe den Bursch geschickt auf 836 Kilometer, wo der Klaus Schmelzer den ersten macht. Ich mache den fünften. Und der Vogel, der macht noch Preis, aber ist ganz früh an mir vorbeigeflogen und kam dann wieder von 836 Kilometer, fliegt der erst noch vorbei. Muss man sich mal vorstellen. Manchmal staunen sie genau wie mit der jährigen Täube bei mir. Ja. Ne? Fliegen durch 10 Kilometer. Also das stimmt hundertprozentig. Aber das sind auch, wie gesagt, ist vom blauen Ring von 16, glaube ich, ist der. Da machen auch schon Kinder mehrfach zweistellig aus. Aha. Was ist das für eine Recklinghausener Sorte oder wie? Nee, das ist von Gerd Otterstede, ist das was? Otterstede. Ja, der hat ja die alten Wouters gehabt, ne? Ja, nee, Otterstede nicht. Jetzt haben wir verdammt mit Kloster. Nee. Otterstede. Otterstede. Hat der nicht Schläge gebaut oder was? Nee. Der war Otten, war das. Ottenschläge. Aber Otterstede, so, der hat ihn Witten geschickt. Bombig. Und ist dann nach Werl gezogen, nach Holtum. Ja, und mein, aus der Ecke kenne ich den Namen, meine ich. Das war ein Genickschuss für ihn im Taubensport. Ah, so. Von 100 auf 0 gefahren. Und die Tauben von ihm fliegen bei mir Spitzenpreise. Ja. Erste Konkurse habe ich 2 Stück, die ist ja die 13. Gibt es den Züchter noch? Den Züchter gibt es noch. Hat aber aufgehört komplett mit Tauben. Mhm. Wir hatten Anfang des Jahres komplett alle versteigert gehabt. Ja, und wie gesagt, ich hatte noch ein paar von ihnen gekriegt gehabt für die Reise. Mhm. Unter anderem die Bundner, die sind von Chrismann und Milius, die Tauben, und die kommen bei mir. Ja, ne? Das müssen die unbedingt Hermann Preußers sein, ne? Nee, das... Oder von den Burkets. Nee. Jetzt kommen die Leidemänner. Ja. Wichtig ist, dass die Tauben auf jeden Fall, ist egal wo sie herkommen, fliegen. Genau. Der Korb entscheidet, ne? Aber der Grundstamm von meinen Tauben ist Hörster. Ja, das war Brinkhoff, wie Brinkhoff. Hörster Brinkhoff, ja. Ja, da kenne ich auch eine Geschichte. Der hat mal den Marien bei sich gehabt. Ja, Dr. Marien. Und da ging er gar nicht mehr mit zufrieden, weil da werden etliche in eine Tonne gelandet. Ja. So habe ich das gehört. Naja, auf jeden Fall habe ich besser über meinen Kollegen, mit dem ich jetzt die Tauben zusammen mache, von seiner 300-Linie, Olympiavogel 300, den 375. Und daraus haben wir gezogen gehabt und haben auch wieder eingekreuzt, Linie gezogen, eingekreuzt, und daraus sind die ganzen Tauben, die regional erste Konkurse fliegen, regional Sieger bringen und zum Beispiel so wie meine Täubin, die ich jetzt habe, ungereiste Jährige, 14 Mal geschickt, 12 Preise, hätte 13 haben können, wie gesagt, einmal fliegt sie bei mir vorbei. Ja. Hätte ich vielleicht noch rote anlackieren sollen, die Tauben, damit ich jetzt sehen hätte können, sag ich mal. Ja. Auf jeden Fall passte das. Das war ja auch ein Recklinghausener Züchter, ne? Ja, der wohnt, sag ich mal, die Richtung. Also diese Tauben brauchst du nicht akklimatisieren. Nee. Die sind urwüchsig hier angepasst. Und die Tauben, das Wichtige? Ich nehme an, dass das auch ein Grund ist, warum die Tauben, das hat auch eine Bedeutung. Ja. Der Heinz hat immer gesagt, wenn die Tauben nach 4 Wochen nicht wiederkommen, dann kannst du abschreiben. Und die Tauben, die kommen auch nach 3-4 Wochen wieder nicht. Also das sind härtere Tauben, sag ich mal, wie die anderen. Die
die übernachten irgendwo anders oder sonst was, sag ich mal, aber die kommen nach Hause. Der eine oder andere wird wohl mal vom Geier geschlagen, ist logisch, dass er nicht wieder genau. Wenn die nirgends so reingehen, die kommen wieder. Die sind zäh. Man braucht standorttreue Tauben. Ja. Ich habe ein Erlebnis gehabt, da fliegt mir eine späte Taube zu. Für mich war eine direkt eine Waldstrecken-Taube. Also die hat vielleicht 3-4 Pinne geworfen, war aber wie gesagt eine späte, noch eine junge. Und die habe ich gemeldet, der Züchter, der Verein war in Lünen und der Züchter, der war aus Bochum-Dahlhausen. Dann hat er mich angerufen und sagte, pass auf, ich hole die Tauben. Er sagte, die kommt wieder. Ich sage, du hast die Kappe kaputt. Die rennt schon eine Woche hier rum, die kommt nie wieder. Er sagt, da mache ich eine Wette für. Naja, die Taube war eine ganze Weile bei mir, dann kam tatsächlich auch ein, er sagte, war ein Habichtangriff und die Taube ist geflüchtet. Ne? Dann war bei mir ein Habichtangriff, also ein Raubvogel, aber ich glaube Habicht. Die Taube war weg. Ein paar Stunden später ruft er an, du, die Taube sitzt wieder auf dem Guck, ist wieder da. Da habe ich gesagt, jetzt komme ich vorbei, bin mit dem Kumpel da hingefahren, kam um die Ecke, sie saß tatsächlich da. Und da, seitdem sage ich, du brauchst standorttreue Tauben. Das ist das A und O. Alles andere kannst du im Taubensport nicht gebrauchen. Ja. Und ich habe, wie gesagt, durch meinen durch meinen Schlagkollegen, der jetzt aufgehört hat, der Vater ist verstorben, Martin hat aufgehört. Ich habe den ganzen Jungen von ihm gekriegt gehabt, auch dieses Jahr und voriges Jahr auch schon. Und dann ist die komplette Hörsterlinie. Ja. Weil Herbert, der jetzt verstorben ist, war Maurer, Heinz war Polier. Die haben zusammen gearbeitet. Und wenn irgendwas Thema war bei der Arbeit oder sonst wo, kam Tauben raus. Ja, klar. Und dadurch hat Herbert Tauben gekriegt gehabt vom Heinz immer und er hatte von die 300 Linie und die 375 Linie der Olympiatauben vom Heinz. Und Martin macht in den letzten 5 Jahren, macht er zweimal RV-Meister, zweimal Zweiter, einmal Dritter und ich war immer dazwischen. Ja, nee, das ist ja auch ein Begriff hier in der Region. Ne? Ja. Genau wie früher, sagen wir mal, ganz in Wattenscheid gab es mal eine Schledorn. Ein von Schledorn war ein Zuflug. Und dann gab es einen Industriellen, den Ruth, der hat auch die VW Wattenscheid mitgegründet. Ja. Der hat dann rausgekriegt, dass das ein Hüsken van Riedel war. Dann sind die 57 mit den Arno Letzing nach bei der Fortsteigung gewesen, haben sie geholt. Und dadurch kamen in Wattenscheid haben viele gute Tauben gehabt über diesen Industriellen, der dann auch abgegeben hat oder gefördert hat, Jugendliche und so weiter. Und dann haben wir noch bei uns den Heinz Kloß, der ein Begriff ist. Ja. Der die Remy Demé eingeführt hat, Van den Abele. Dadurch ist eigentlich auch bei uns in der Region eine gute Tauben da gewesen. Der Lund haben wir jetzt vorbeigerannt hier. Ja, und so hat jede Region so, sagen wir mal, seine. Und eben hier, wie gesagt, Recklinghausen, weiß ich, Hörster, und das ist schon eine Nummer für sich hier. Ne? Ja. Heinz hat immer wenig Tauben gehabt, aber bombig geschickt. Naja, Dann würde ich sagen, dann brechen wir das jetzt hier mal erstmal ab. Oder? Ja, da habt ihr jetzt hier einen Einblick von der Flachanlage. Hier oben ist auch wieder. Da ist auch wieder so eine ominöse Kiste, die hier für Ordnung sorgt. Van der Wauwers hatte so eine Kiste auch. Wer? Der Van der Wauwers. Van der Wauwers. Wauwers. Wauwers, ja, in Belgien. 9,6 Millionen die Tauben versteigert. Ja. Kann ich dir gleich ein Bild von zeigen. Er hat sich mit mir knipsen lassen. Ich sollte einen Film machen für ihn in Haut für eine, bei der, der Alex Leske aus Bochum, der war ein Freund von Flor Favor. Und wenn da die ihre Feier haben, der Belsa und der Schmelzer ist ja auch immer da, dann Edwin. Ja, Edwin verstanden. Das ist ein Freund. Und dann habe ich noch ein Bild hier vorne. Dann sind wir immer eingeladen da. Und da habe ich ja von diesem Festen einen Film gemacht. Komm, jetzt zeig dir das mal. Ja. Da kenne ich mich auch aus, da die Ecke. Reisefutter. Sonnenblumenkerne, Hanf, sehr leicht, aber ich mache Vollfuttermethode. Und das kriegen die Tauben kontinuierlich? Ja, die Rinne ist immer voll bei mir. Ja. Ich finde das, wie oft, praktisch Standfutter. Und wenn sie wiederkommen, da ist Hanf, rein Hanf. Ja. Das ist, wie gesagt, das habe ich
Ja. Nennt sich Super Power. Ja. Hier Gavo Futter. Von Gavo. Ja. Ich habe auch schon mal den zweiten Erfahrungsmeister gemacht mit Paloma 26 und Paloma 27. Ja, guck an. Also im Prinzip bei Vollfuttermethode ist das egal, was du fütterst, die Tauben fressen nur das, was sie haben wollen. Mhm. Ja, wie man sieht hier, ich nehme an, dass das die Frau ihr Reich ist hier, die Blumen und so weiter, ein kleines Pavillon. Ja. Und hier ist noch eine Treppe von dem kranken alten Hund, den sie hatten. Der Lady kam mit auch zugute. Ja. Hier sind noch die Leckereien für die diversen Vögel. Raupen da, so verpuppte oder Mehlwürmer, wie man das sagt. Ne? Ja, wie gesagt, Natur pur. Dann hier ist die Krankenstation, wo mein Weitstreckenvogel drin ist. Mein Vater ist ein Original, Jan Polder. Er will nach Hause. Ich staune. Eigentlich sieht er ja gut aus, aber hat mich auch wieder enttäuscht. Hat irgendwo auf dem Friedhof ganz abgeflogen gesessen. Hattest du ihm auch eine Wurmtablette gegeben? Nee, habe ich nicht gegeben. Nicht gegeben, weil das hätte mich mal interessiert, ob der Würmer hat. Ich vermute, dass die, ich hatte ja auch bei mir nachdem eine Wurmkur gemacht und da waren Würmer. Ich habe immer Probleme mit Spurwürmer. Ja, mein Freund, du kommst nachher nach Hause. Tja, muss man machen, ne? Gesagt, da sitzt er, wenn die Tauben kommen, oder? Ja, oder hier drin, je nachdem, ob Regen ist oder nicht. Ja. Da ist im Moment ein neuer Schuppen für meine Frau, ihre Gartenklamotten. Ja. Der kommt da hinten hin. Der ist da eingelagert, ne? Ja, das ist da. Alte Sauna, die wollte einer weg. Zeig mir mal deinen Erdkühlschrank hier. Der Sohn hat ihm hier einen Erdkühlschrank gebaut. So was habe ich auch noch nie gesehen, aber einmalig. Das hier. Jetzt kommt das aus der Erde raus. Achtung. Da. Und Naturkühlung. Besser geht es. Immer Erdtemperatur 14 Grad. Ja. Da muss man erstmal auf so eine Idee kommen, ne? Super gemacht. Alles pneumatisch mit Luftdruck. Aha. Mhm. Und dann geht er auch automatisch wieder, haben wir extra so ein Rückschlagventil gemacht, damit dann dementsprechend nicht so runterfällt. Nicht so runterfällt. Tja, weg ist es. Zack. Ja. Ja. Guck mal, der Onkel hat auch noch lecker für dich. Ein Herz für Tiere. Ja. So, die Kamera läuft. So, siehst du, dein Hund schmeckt das auch. Ja. Deine Leckers wollte er nicht. Mein hat er liegen lassen. Der wollte er nicht haben. Nee. Guck mal, die Tante Simon, die hat immer Leckers für die Hunde da. Oh, guck mal. Ja. Weiß auch nicht warum, aber ist doch, wenn hier Hunde vorbeikommen, ich brauche nur pfeifen, wenn ich schon ein paar Meter weg sind, sitzen wieder zurück. Ja. Und meine, die verwöhnen die immer alle. Auf Katze, auf Hund, ne? Ich habe mal eine Frage, beziehungsweise um den Taubensport sieht die ja nicht so unbedingt bombig aus, oder? Nee, sieht nicht bombig aus. Die Fluktuation ist ja immer noch da. Sag mal, die Nachwuchsjugend kommt nicht rein. Eventuell ist zu teuer. Über die Migranten, über den Zuzug. Ja, viele Taubenliebhaber. Ich habe wohl einige türkische Kollegen, die Tauben haben jetzt. Mhm. Auch früher von der Zeche, mit denen ich noch ein bisschen Kontakt habe. Die sind aber auch Weitstreckenspieler dann. Die also machen ja nicht nur die Reise für Kurzstrecke bis Mittelstrecke. Mhm. Auf jeden Fall ist daran, aber ob das noch lange wird. Weil es ist so, in Recklinghausen gibt es mehrere Erfahrungen. Recklinghausen ist eigentlich die größte Kreisstadt. Erkenschwick, Herten, Recklinghausen Süd, Recklinghausen 08 und was sonst noch hier im Umkreis ist, Haltern gehört noch dazu, Dorsten gehört dazu, Groß Recklinghausen ist also ein sehr großer Kreisverband. Jetzt müsste man gucken, dass jeder dieser RV in eine RV zusammenschickt.
Beispiel, jede Frau könnte eigenständig bleiben, so wie sie ist, nur in einem großen Kabi zusammenschicken. Das heißt, dass man eine überregionale Meisterschaft macht. Mit nur die Bezirke. Wie die Bezirke Recklinghausen, nur Recklinghausen für sich, ja, da eine Bezirks- oder Regionalmeisterschaft macht. Man kann ja, wie bei der Waldstrecke, die Zoneneinteilung. Ja, oder genau das Gleiche, sag ich mal. Ne? Hatte Bocholt ja auch vor, die wollten auch eine Zoneneinteilung, kamen sie aber im Regionalverband nicht mit durch. Mhm. Ja, weil die sind ja auch mal 401 damit beigeschustert worden. Ich unterbreche dich ganz kurz mal. Ich habe vor vielen Jahren mal eine Taube abgeholt in Recklinghausen bei einem Züchter. Und da haben wir im Garten gestanden. Und rundherum waren außer die Häuser, da hat er gesagt, guck mal, der schickt dann mein Jodawich, der schickt ihn 08, ja. Der schickt. Da waren in einer Straße aus 4 RV'en in Recklinghausen, haben die unterschiedlich geschickt, nur so am Rande. Du hast ja viele auch, die nur, ja, die wechseln ewig, sag ich mal. Ich hatte aus, ja, aus Witten hatten wir auch schon Leute hier gehabt, die bei uns die 08 geschickt haben. Olli, Kirschke. Ja. Der hat ja auch schon in 08 geschickt gehabt. Ja. Stolz. Stolz. Ne, Stolz noch nicht, der schickt Stolz, der schickt. Der war auch in Recklinghausen. Ja, der schickt aber mit Recklinghausen in Herne. Also, ja, ja, aber jetzt schickt er ja wieder in Herne. Ja, da sind ja viele. Jetzt auch in Herne. Ja. Nee, ja doch. Ja, das ist ja noch 402er Verband, sag ich mal. Aber das ist ja auch mit Wechselei, ist das ja so eine Sache. Wechselst du heutzutage von einem Regionalverband in den anderen, kannst du bekannt, dass er gesperrt wird. Ja. Ja? Das ist, ne, wie gesagt, und es wird immer weniger. Und deswegen versuche ich, wir haben ein Fahrzeug mit 96 Boxen, mhm, was noch gut ist, jetzt einen Hänger mit 64 Boxen noch mit dran zu bekommen. Hätten wir 160 Boxen und wir könnten Anfang der Touren mit 4000 Tauben starten. Mhm. Da kriegst du also mehrere Erfahrungen mit rein. Ja. Und dann sollte man gucken, dass das alles in der näheren Umgebung ist. Ja. Ein Platz, wo man die Tauben einsetzt, zentral ist. Oder man kann es auch so machen, dass man die einzelnen Standorte anfährt. Die Boxen verteilt und dann hinterher vom ersten bis zum letzten Schlag fährt, die Boxen rein, schiebt fertig die Sache. Und schon könnte man günstig reisen, weil es geht heutzutage nicht mehr, weil die Kosten fressen uns auf. Du hast die Endtouren 2 bis 3 Euro schickst du pro Taube. Und wenn du da mal eben 80 oder so wie 40 Stück schickst, ist Geld weg. Ja, ja. Ich bin ja da in Oberhausen Waldstrecke, so praktisch Medienvertreter. Und wir haben ja jetzt das erste Mal, beziehungsweise ab nächstes Jahr ist Oberhausen in aller Wahrscheinlichkeit oder zu 100% ein eigenständiger Regionalverband. Ja. Und wir waren ja auch Verehren gewesen. Ja, nee, wir waren ja beheimatet. Wir waren ja früher ein wilder Club. Uns wollte keiner haben. Wir gehörten ja eigentlich Oberhausen nach Regionalverband 400. Ja. Aber sie wollten uns nie haben. Wir waren die unverstandenen oder schwierigen Leute. So, dann sind wir damals, ich war 30 Jahre in Alsdorf gemeldet, damit wir schicken konnten beim Verband, hatten wir die Mitgliedschaft in Alsdorf. Die haben uns damals unter dem Zweitname aufgenommen. Die Beiträge wurden da immer bezahlt. Und bei den internationalen Flügen haben wir dann und sind wir dadurch in 415 gelandet, als wir dann ein eigenständiger RV wurden. Ja. So, haben aber nie auf Verbandsebene mit konkurrieren können, weil das geht ja nicht. Wir sind, also, beziehungsweise der Hauptsitzpunkt war ja Oberhausen. So, und jetzt mittlerweile haben wir über 100 Mitglieder gemeldet beim Verband und 411 und 415 wird wahrscheinlich aufgelöst. Da waren wir jetzt auch Sitzungen. Und dann hat man gesagt, gut, dann machen wir den Recklinghausener zum Regionalverband ab nächstes Jahr. Und daraufhin haben sich die Wuppertaler bei uns gemeldet. Wir haben auch Wuppertaler Züchter bei uns, die schon immer schicken. Mhm. Und die haben dann eine Sitzung gehabt. 18 Mann waren stimmberechtigt. Der Trautmann Michalek ist ja einer der bekanntesten Züchter, mit dem Düring da, den Nachbarn. Einer hat sich enthalten, einer hat dagegen gestimmt, der Trautmann Michalik. Und die anderen haben gesagt, ja, weißt du was, wir schicken jetzt mit den Oberhausen an. Und die schicken dies Jahr, die haben auch zwar eine Liste dabei, Ende sieht man das. Der Trautmann und der Düring, die schicken jetzt erstmal mit in eine Gruppe weiter, die alte Richtung, Südosten. Und die anderen schicken einfach so Wald- und Wiesentechnisch mit uns zum Westen, fliegen die Jungen zum Westen ein. Ja.
Wir hatten ja vor kurzem den gemeinsamen Auflass, beziehungsweise erst den Hänger. Und ja, da hat unsere V den ist entgegengekommen, hat gesagt, pass auf, wir haben einen Hänger, wir stellen euch den Hänger dahin, machen euch einen winzigen Preis und transportieren euch dann mit, jetzt im Herbst. Ja, nun läuft. Ja. Ja, wir haben jetzt ja auch vom Regionalverband, wir haben voriges Jahr beschlossen, dass auch Tauben für Waldstrecke zum Trainingsflug mit eingesetzt werden könnten, Regionalverband 401. Ach, müssen aber vorher gemeldet werden. Nummern gemeldet werden, dass sie auch während der Reise dort mit eingesetzt werden. Ja, aber zum Südosten, ne? Zum Südosten, ja. Ja. Das fördert ja dann diese Waldstrecke, also wo der Jeschke sowieso immer schon spielt. Und er hat gut geschickt, die mal. Nee. Ich habe ja früher auch, da war ja der Sassendorf da aus Bergischen, der das damals ins Leben gerufen hat. Mhm. Und die ersten Jahre auch hier der Trautmann hat gut geschickt. Da sind ja ehrliche Züchter da oben, die das weitergemacht haben. Aber dann ist es ja, erstmal ist es zum Südosten sehr schwer. Ja. Ja? Und da sind viele auf der Strecke geblieben. Selbst der Elbermann mit seinen Waldstreckentauben hat er da nicht so richtig gepackt mit seinen Haken. Es ist ja auch viel, ich sag mal, diese Richtung, viel mit Greifhöhe. Ich habe eine Spur, da hatte ich in Kastrop noch geschickt gehabt. Da hatte ich bis zur 9. Tour zwei Weibchen mit 8. Die eine war der schlechteste Konkurs, den sie gemacht hat, war der 18. Und die 9. Tour waren, wie gesagt, zwei Schwestern. Beide vom Geier gefressen. Ja. Dann nimmst du auch an den Flügen teil? Nee, ich mach nur die normale 14, 13 Touren. Okay. Reiserichtung bis 600 Kilometer, sag ich mal. Der Arne Letzting hat mich früher schon als Jugendlicher immer damit geschleppt. Hier. Der war ja immer Anhänger davon. Dann haben wir es an Pölten geschickt und so weiter. Ja, ganz früher meine Lieblingstour war Skagen. Da mache ich auch schon ersten 7. Konkurs und hole die goldene Uhr, hole ich da. Ja. Da habe ich auch schon mal. Da habe ich, auch das ist schon etlich, wie lange schicken wir nicht mehr das Kagen? 81 haben wir das letzte Mal drin geschickt. Ja, war ein bisschen eher. Da bin ich in den stärksten Vereinen der Vereinsmeister geworden. Ja, da haben wir mit 3 Mann in der LV haben wir noch Skagen geschickt. Da habe ich 2 Brüder gehabt, den 3x4 und den 2x27. Der 3x4 machte auf Skagen mit 10 Minuten Vorsprung den 1. und der Bruder 7. Der Gusek aus. Herne Wanne, von Eickel, der hat das ja immer organisiert. Ja. Das ist alles lange her. Ne? Ja, die letzten, die da runtergeschickt haben, waren ja die Gelsenkirchener. Und die sind dann auch damals zum. Aber ich muss wiederum sagen, von der Richtung hast du auch noch 3-4 Wochen Tauben wieder gekriegt. Weil in der Richtung, beim nächsten Tani da ist, ist weg. Ja, zu 90%. Zum Westen kannst du sogar Späte schaffen, dass die fliegen. Zum Südosten mit Späte kannst du vergessen. Kriegst du nichts hin. Kurios. Ja, nee, die sitzt du da fein. Och, der Chef kommt. Der Chef kommt hier mit. Guck mal, guck mal hier. Zeigen Sie uns mal die Taube. Fein, mein Schatz. Die war jetzt gerade beim Haare föhnen. Ich glaube, ich nehme mal die Kamera da drauf, ja? Beim Haare föhnen. Und das war natürlich kein Benzing-Ring um, sondern er hat einen blauen Erkennungsring um. Ne? Und wie gesagt, das Geschwisterkind, den habe ich per Hand aufgepäppelt. Mhm. Die kleine Maus. Ne? Ja. Oh, ist ein Frechen, aber der paart sich, ne? Oder versucht sich zu paaren. Ist ein Weibchen. Ist auch ein Weibchen, ne, Spezielei? Oh. Tja. Das ist gut. Jo. Also danke schön, ne, dass ich hier sein durfte. Und nochmal vor allen Dingen für die Pflege der Taube. Ne? Ja, alles ist gut. Jo. So, dann machen wir hier Sende. Ich habe, wie gesagt, mit den Jungen aufgehört.